Die ICE-1-Züge sind mittlerweile über 20 Jahre alt. Ein Redesign hat sie zwar ertüchtigt, doch das Alter wird in Zukunft für immer mehr Probleme sorgen. Weitere Schnellfahrstrecken sind im Bau oder geplant. 2017 soll die Bahn durch den Thüringer Wald in Betrieb gehen. Die Fahrzeit Berlin-München wird sich auf unter 5 Stunden verkürzen. Doch dazu sind neue Züge dringend notwendig. In der Fläche sind ICE herkömmlichen Zügen oft gleichgestellt. Manchmal sind es kaum 100 km/h, die erreicht werden. Noch langsamer geht es auf der Geislinger Steige zu. Der ICE ist heute die schnellste und komfortabelste Zugkategorie der Deutschen Bahn. Rund 260 Hochgeschwindigkeitszüge bedienen ein getaktetes Liniennetz quer durch die Republik. Der ICE ist das Flaggschiff der DB. Über die Hälfte der Reisenden im Fernverkehr fahren mit den schnellen Zügen. Der Schnellverkehr in Deutschland hat Zukunft, auch wenn es oft deutlich langsamer zugeht.